herzlich willkommen zum Pokémon Schild. Wir sind im Wirrscheinwald. Warum jetzt schon so früh? Weil wir aus nächste Team sammeln wollen. Da vorne steht Team Yell. Mal gucken, wie schnell ich das finden kann. Nee, komm mal dann. Du da, das ist nicht. Moment. So. Versuch was mal. Und da ist Ponita. Jetzt muss es so passen. Es ist weiblich jetzt. Ja! Ich will sie mich fangen, tatsächlich. Ponita soll tatsächlich unser letztes Teammitglied sein. Und da sagt mir gerade noch jemand im Off. Das Pokémon findet man weiterhin. Nein! Jetzt muss es nur passen. Ich dachte jetzt gerade. So, jetzt muss ich so fassen. Ich habe einfach viel Pokémon damit. Weil ich will mir tatsächlich Ponita fangen. Als die Gala-Form. Yes! Mein Team ist vollständig. Weil ich es kann. Liebe Leute, wir haben es direkt geschafft. Und ich habe es damals versucht, privat zu fangen. Ich habe so ewig gesehen. Aber jetzt haben wir es tatsächlich. Ich finde Ponita einfach cool. Ich finde dieses Gala-Ponita persönlich einfach cool. So, dann gehen wir wieder raus, weil dann können wir nämlich weitermachen. Den Wald, den machen wir dann in der nächsten Folge. Oh, geil. Sehr früh schon gefunden. So, dann kann ich nämlich jetzt mal mein... Es passt sogar vom Level her. Ich brauch's gar nicht ausgehen zu trainieren. Das ist cool. So, Sonderbonbon. Sonderbonbon ist auf Level 36 direkt. Entwickelt sich, glaube ich, mit 42 weiter zu Galoppa. Und ich sage, wir haben eine Sonderform, aber eine Gala-Sonderform mit dem Team, das wollte ich mal klar. Damit ist unser Team tatsächlich vollständig. So, okay, dann können wir tatsächlich heute sogar schon die Arena-Challenge angehen. Uns den nächsten Orden holen. Das müsste der fünfte sein. Der vierte, fünfte, vierte, glaube ich. So, dann geht kurz das Pokémon hinter. Ich glaube, auch gerade jemand den Zit eingepisst hat. Ja? So, okay, weiter geht's. So. Gerade gut, jetzt deswegen habe ich gedacht, okay, vielleicht haben wir ein bisschen Glück. Wir haben die Kampfarena-Leiter. Mein Ponita ist tatsächlich vom Typ Psycho und nicht vom Typ Feuer. Tada. So. Psychstrahl. Okay, es kann schon Psychstrahl. Das ist gut. Ja, wir probieren es einfach mal aus. Ich habe es noch nie gespielt. Also zumindest nicht in der Form. Klar. Deswegen probieren wir es einfach mal. Wir gehen jetzt heute in die Arena und holen uns den nächsten Ort. Das ist die heutige Aufgabe. Balduin hat schon wieder ein Bildchen für uns. Ein Schwerball. Okay, für so schwere Pokémon wahrscheinlich. Ja, zum Beispiel für Pokémon wie Relaxo oder Onix. Relaxo kann man ja frei rumlaufen in der Naturzone fangen. So. Huch, ein Arena-Challenger. Willst du nicht eine unserer Arena-Challenger probieren? Ja, dafür bin ich hier. Okay, dann zieh ich doch mit in der Umkleidekabine gleich da drüben in der Uniform um. So. Dann haben wir uns jetzt abgezogen. Und wir gehen jetzt unseren nächsten Kampf an. Weil ich nicht gedacht, dass wir tatsächlich so schnell unser Team kriegen. Ich hätte wir hätten noch irgendwie suchen müssen. Okay. Ah, ja, okay, ja, die Challenge. Ich erinnere mich. Ich hatte eine etwas andere im Kopf, aber es ist diese hier. Wir gehen ein bisschen auf den Jahrmarkt. Also, wenn du möchtest, erkläre ich dir kurz die Regeln der hiesigen Arena-Mission. Die Mission von Wasberg ist das Reizvergnügen. Naja, zumindest ist sie inspiriert von einem Vergnügungspark. Die Regeln sind ganz einfach. Du schaltest in diese Tasse ein, versuchst sie zum Ziel zu steuern.
Auf dem Weg dahin musst du allerdings allen möglichen Hindernissen ausweichen. Lies dir am besten schnell ein paar Passagen aus dem Handbuch des Fahrgeschäfts vor. Wenn du den Kontrollstick im Uhrzeigersinn rotierst, dreht sich auch die Taste rechts herum. Rotierst du den Kontrollstick nach links, drückt auf diese Taste die Richtung. Solltest du mit einer Wand zusammenstoßen, kannst du dich durch geschicktes Rotieren wieder von dir entfernen, kurz auf dein Ziel nehmen. Mit ein bisschen Übung hast du den Drehbestand bald raus. Dann los geht's. So, mit der 5 bedeutet, wir legen los. Es wird einfach, ist es nicht definitiv. So, ich muss gerade ein bisschen gucken. Also am Anfang ist es noch relativ einfach. Und dann machen wir so, es wird immer von Stück zu Stück schwieriger. Und ja, es wird auch Trainer geben. Zwei da unten zum Beispiel. Ziel. Den ersten Teil haben wir schon. Ach, also ich muss jetzt gucken, was vorne drin ist. Elektro darf nach vorne sitzen. Weil Elektro kann auch Klirscher. Okay, wen haben wir denn? Ein Irbis. Okay, das würde noch gehen. Das ist, glaube ich, vom Typ Pflanzegeist. Also ein Käfer drauf. Schattenstoß. Wieso beschützt mir dieser Arena nicht? Okay, das war ein Volltreffer. Ich glaube, wenn ich jetzt Glück habe, ein Dreifachtreffer. Jawohl, reicht. Das war zu Feuer. Ich weiß es gerade nicht. Feuergeist? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das war zu Geist. So, dann Paragrodi als nächstes. Okay. Paragrodi, das müsste definitiv Pflanzegeist sein. Die Folge von Trombox, ja, die haben sie. Okay. Tschüss. Okay, die sind alles so anders, einfach werden, diese Arena. Das könnte ich euch jetzt schon mal sagen. Machen wir irgendwas. Wenn wir drauf. Irgendwas entwickelt sich übrigens auch nur weiter mit Pause. Das war mit einem Grund, ob ich es mir auch ein bisschen nicht habe. Ich würde es gerne mal trainieren. Es gibt nicht auf gute 4 mit Zwang. Also vor der ersten Arena. Aber die waren. So. Gut, dann wechsle ich jetzt kurz mein Pokémon um. Elektro da vorne. Gut. Dann gehen wir jetzt weiter in den zweiten Teil. Ja, ja. So, müssen wir eigentlich so los sein. Nee, soll nicht fest. Vertan. Ich hab ganz richtig gewusst. Ich muss jetzt gucken für diese Hände hier. Weiter drehen. Drehen. Nein, nein, nicht wieder nach unten. Oh, leck mich doch. Sache, das ist nicht ganz einfach. Ach, da noch rein, okay. Nein, nein, das war zu früh. Das war viel zu früh. Jetzt müssen wir hier uns links wegdrehen und jetzt haben wir es geschafft. Oi, oi, oi. So, Ziel erreicht. Und wir können den nächsten Trainer nehmen. So, Arena-Trainer Sophie. Mit einem Corazon. Corazon hat auch Gala hier die, als Geist die Spezialform. Und viele Pokémon haben wohl nicht viel. Bonita zum Beispiel. Eigentlich fast alle. Also, Pokémon ist genauso eins. Vorrüstung. Ah, jetzt verteidigt. Verteidigung noch runter und. Die Initiative. Die Kraft. Ich glaube, Gesteingeist oder so ist das, glaube ich. Jetzt müssen sich alle korrekt Werte noch hoch. Okay.
Und tschüss. Weil es ist glaube ich fast ein Gestein oder so in der Normalform. Ja, gut, 35 Elektro. So, wie gesagt, die Arena machen wir hier auch in der Folge. In der nächsten Folge erkunden wir dann weiterhin den Wurst dabei. Da wo wir ja mal kurz geschnitten waren, um also nächstes Teammitglied zu fangen. Kommt auch? Jawohl. Schwierig jetzt rauszukommen, aber jetzt oben links reinzugehen. Um jetzt wieder Anlauf zu kriegen. Ah, ich muss runtergehen. Ah, wieder da rein. Ich drehe nach rechts und der geht nach links weg, oder was? Genau hier ist mal da rein. Ich dreh komplett nach rechts und der dreht nach links weg. Das war eigentlich noch ein Trainer haben, da wollte ich gerade sagen. Und dann sind wir durch. Mit der Arena Challenge. Also wissen wir sie mit dem. Apollo. Okay, das war klar, dass es irgendwann kam. Komm. Und es ist Level 33. Und es ist weg. So, und die Zipeli ist natürlich für uns auch noch nicht unbefressen, weil es vom Typ Fluggeist ist. Guck mal, wenn ich hier verstehen würde, Polite war gar nicht ganz so schlecht, jetzt auch ein gutes Moveset. Gucken wir mal, was wir als nächstes kriegen. So. Ich vermute, dass wir noch ein Stück weit kommen. Hier. Wenn wir die schlagen. So, perfekt. Dann haben wir das. So, dann müssen wir hier mal kurz heilen. Ich habe eine super Trinke. Aufballer, ich habe ja genug. So, jetzt hoffen wir mal, dass wir packen. Oder kriegen wir vom schweigsamen oder unscheinbaren Nio so richtig auf die Socken. Das ist halt die große Frage, ne? Es war mal knapp davor, dass wir es verloren hätten, ein Arena-Kampf. Dann doch irgendwie gerade so gepasst, und zwar bei Kate war das. Da hätten wir so fast gehabt, aber das wollen wir jetzt tatsächlich mal vermeiden. Aber es wird nicht einfach werden. Definitiv nicht. Gerade bei Nio. Ich bin Nio. Fangen wir an. Gut. So, los geht's. Und er fängt mit dem Makaba. Ja, ich sag jetzt besonders Formigala. Das ist, glaube ich, Gestein.
oder Bodengeist. Ich glaube, es ist Gesteingeist. Ihr riskiert es trotzdem nicht. Und wie doch Pirscher. Okay, das war relativ easy. Eine Seele. Gerade herzlich egal, das Thema ist überlegt. Dann haben wir seine erste große Gefahr schon mal rausgenommen. Nein. Ich hab's fast geahnt. Probier's mal. Ich mach was anderes. Ich probier's mal mit was anderes. Ich probier's jetzt mit Tech-Pass, weil die Migma ist vom Typ eben nicht Geist. Wenn es seine Fähigkeit hat, save die erste Attacke weg. Es müsste Kostümstuhl haben als Fähigkeit. Ich habe es auf Pokémon Ultra gerade gespielt. War mit dem Pokémon sehr zufrieden. Ja, war mir klar. Die erste Attacke kriegt es auf jeden Fall weg. Das ist nicht ohne das Pokémon, die finde ich. Was war das jetzt für ein Fiesel-Fiesel-Fiesel? Ich hab keinen Krieg. Jetzt wird dem Pokémon, ich hab seine Verteidigung gebrochen. So, dann gehen wir jetzt nochmal drauf. Wenn es gut läuft, müsste es eigentlich wieder weg sein. Dann wird dieses Pokémon weniger Gefahr verursacht haben, als ich wollte, ja. So, der Weg war es auch weg. Jetzt müsste er Gorgaston. Okay. Ist das ein letztes oder ist das ein... Einer noch eins danach? Das ist große Frage. Jetzt muss ich doch ein bisschen spoilern. Das müsste... Er hat danach noch eins. Okay. Das war fast gedacht. So, das ist ein Gorgas und ich bin viel. Nur reiner Geist. Okay. Sieh weiter mit dem Corazon. Ja, gesehen, das ist weg. Diese Stadt war es nicht. Okay, dann war das weg. Ich hab 37 überlegt oder 37. Und jetzt hat er noch Geld. Das hatte ich was gedacht. Das hatte ich eigentlich fast erwartet. Das ist ein das dürfte so ein Dynamax-Pokémon sein. Das heißt, wir werden ebenfalls unser Dynamax ziehen. Und gehen auf Nurscha. Also in diesem Fall Dyna Dunkel. Sagen können, okay, ich warte noch ein bisschen ab. Aber dieses Gengar kann natürlich sehr große Gefahr bringen. Definitiv große Gefahr bringen. Das ist klar. Also ich muss auf jeden Fall irgendwie drei Runden mal hier. Ich habe diese Leber noch dabei, also dürfte funktionieren. Hier dürft ihr das angreifen. Oh, Fall. Fast. Ich hätte davor erst die Bodies gehabt. Okay. Jetzt setzt er natürlich die Giga-Spuksperre ein. Die Frage ist aber, ob es damit Schaden zufügt oder aber nur sagt, komm. Ja, okay. Wenn er das hier weggeht. Dann doch einfacher als ich erwartet hatte. Ich hatte deutlich mehr Gegenwehr erwartet. Raus. So. Ja,
als Kunita. Ja, wie gesagt, wir sind dran. Dann haben wir das doch. Gut. Es müssen wie gesagt noch 4 sein. Oder 5? 5, glaube ich. Wollen wir jetzt gleich sehen. 4 oder 5. Es müsste 4 sein. Cabo war der dritte. Ja, 4. Die Hälfte haben wir. Die Hälfte haben wir. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg gegen Mio. Als Erkennung deiner Leistung im Bereich diese TM. Und es ist die TM 77 Bürde. Das ist nicht Spukball, wie ich erhofft hatte. So. Wunderbar. Gut. Dann mache ich hier Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Pokémon Schild. Und dann, wie gesagt, erkunden wir den Würscheinwald. Unser Teammitglied haben wir. Und dann schauen wir mal, wie es dort weitergeht. Und dann haben wir auch schon demnächst irgendwann den nächsten Arena-Kampf. Es geht jetzt eigentlich Schlag auf Schlag. Viel haben wir nicht zu tun zwischendurch. Mal gucken. Bis dahin. Wiedersehen.